Und ich war dann auch nicht kleinlich, ich habe das ganze Geld ausgegeben. Ja. Wofür? War für allen möglichen Quatsch. Ich kann mir dich nicht vorstellen in großen, auffälligen Autos. Ne? Okay, man sieht, du trägst teure Klamotten, aber... Weiß ich gar nicht. Doch, das Hemd war immens teuer. Das habe ich dann in eine Waschmaschine und Trockner. Ja. Das sah mal ganz anders aus. Es hat Spartik-Optik, ist auch nicht schlecht. Aber es gefällt mir so eigentlich besser. Aber wofür gibst du denn, also 600.000 Einheiten verkauft, da kommt ja ein bisschen was zusammen. Wofür gibst du das aus? Wofür gibst du Geld aus? Für neue Instrumente? Fußball. Hast du einen eigenen Verein, der für dich spielt, so wie Rod Stewart oder Abramovic? Ja. Einen eigenen Fußball. Ja. Wirklich? Ja. Einen eigenen Fußball. Nein, ich hab keinen Fußball. Beim letzten Mal warst du hier und hast einen Ford Mustang vor der Tür gehabt. Ja, genau, den habe ich noch. Ja, ja. Das war ein schönes Auto. Ich bin was Autos angeht, ziemlich sparsam. Ich hatte in meinem Leben, naja. Nur Pech. Wie viele Autos hatte ich? Ich weiß nicht. Man kann sie an einer Hand auf jeden Fall nicht abzählen. Aber du hattest eine Katze. Ja. Gibt es die noch? Nee, ist schon länger gestorben. Ich glaube, vor 7, 8 Jahren ist sie gestorben. Und diese Katze war zum Beispiel der Urheber eigentlich des Liedes. Das Katze hatte ich gehofft. Mhm. Okay. Und was wäre aus dir geworden, wenn du kein Musiker geworden wärst? Kann ich sagen, Gärtner vielleicht, Landschaftsgärtner. Warum das, Gärtner? Weiß ich nicht, wollte ich damals lernen, habe ich gelernt. Also nicht ganz zu Ende. Aber, das ist mit schwerer körperlicher Arbeit verbunden. Ja, genau. Ich wollte eigentlich so wie so ein Herkules werden. Ja. Ich habe es nicht geschafft. Na ja, bin trotzdem komm, also jetzt finde ich jetzt, also jetzt übertreibst du es. Okay, also Landschaftsgärtner wärst du gerne geworden. Mhm. Das bedeutet, du bist immer noch jemand, der gerne rausgeht und mähst du Rasen? Ich gehe gerne raus. Ich mähe Rasen. Hast du einen Aufsitzmäher? Ich schneide Bäume. Ich habe mehrere Aufsitzrasenmäher. Ja, zwei. Und Trecker. Ich schneide Bäume. Wirklich? Ja, wir hatten ja jetzt ein Unwetter da, wo ich wohne. Ja, ja, klar. Musste ich leider ein paar Bäume jetzt. Fällen. Was machst du mit dem Holz? Ich mache mir eventuell so, also da ist eine Eiche, musste ich fällen. Die hab ich fällen lassen. Und da werde ich mir eventuell so, weißt du, so Salatbesteck so. Ach, wie schön. Du, da kannst du sogar einen ganzen Salatbesteckhandel draus machen. Oder Streichhölzer. So nicht schlecht, ne? Streichhölzer. Da kannst du aber dann Millionär mit werden. Bauen. Was? Da kannst du Kastanienmännchen bauen. Helge hat mal den besten Witz der Welt gerissen. Ich? Da saßt du in einer intellektuellen Talkshow, da saßen nur solche Leute, die haben so über Kunst und ja, ewig so geredet. Und dann hat dich die Moderatorin oder der Moderator gefragt, so fast mitleidig, ob du dich auch für Kunst interessierst. Mhm. Dann hast du so eine Weile gewartet und hast gesagt, ja... Ich bastel Kastanienmännchen. Ja, stimmt ja. Das war der beste Satz der Welt. Das hat zu der Zeit stimmt. Also ich bin im Basteln aber nicht gut, muss ich sagen. Ich wollte früher so Weihnachtssterne basteln aus Stroh. Und da hatte ich mir ein Bügeleisen und dann und dieses Stroh dann in Wasser gelegt und habe das gebügelt und dann irgendwie wollte ich das zusammennähen und so. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn für eine Scheiße? Und habe alles weggeschmissen. Aber jetzt ist er mit den Kindern. Aber der Mann ist ja jetzt Großvater. Ja, ich wollte gerade sagen, die Bastelutensilien, die kann er ja gleich ausgepackt lassen, weil das kommt jetzt wieder auf dich zu. Wie sagen denn deine Enkelkinder zu dir? Opa? Opa. Helge. Ja, doch, Opa, sagt auch einer Opa. Uropa nicht. Dann, manche nennen mich einfach noch Helge Schneider. Auch eigene Kinder sagen Helge Schneider. Guck mal, da ist Helge Schneider im Fernsehen. Die haben ja, du hast ja, sag ich mal, gestreckt über eine lange Zeit. Du hast, sag ich mal, das wohl verteilt, hast früh angefangen, hast ja schon eine ganz alte Tochter, glaube ich, mit über 30. Über 100. Über 100. Und hast einen ganz kleinen Sohn oder mit 4? Nee, oder? Die ist ja nicht alt, das hört sie ja nicht gerne. Ja, ist, nee, aber die ist schon erwachsen, sagen wir mal. Erwachsen, genau. Mhm. Aus den Kinderschuhen raus. Und wenn dann noch Enkel dazu kommt, dann weiß man doch manchmal gar nicht, oder? Drei Töchter, einer ist ein Sohn. Warte mal. Ja. Was? Einer von den vier ist ein Sohn. Nee, von mehrere. Egal. Sechs. Ich habe ja sechs. Ich habe ja schon mehrere Enkelkinder, ja nicht nur einen. Ich weiß. Von den Erweis. Ja, ja. Aber ich meine, ist da jetzt eine gewisse Ordnung drin? Ich meine, es sind wie viele Kinder nochmal? Sechs Kinder. Sechs Kinder. Die haben wie viele Enkel? Vier. Und jetzt sind zehn.
Eben. Also durch? Zehn durch zwei. Ja, Vater und Mutter. Ne? Von acht Frauen. Vater und Mütter. Also ist so. Bist du da? Väter und Mütter. Väter und Mütter kommen so. Ja, auch. Und wenn die jetzt Gäste haben, verlierst du ja völlig den Überblick. Glaube ich. Ja, wir kommen eigentlich ganz selten mal alle so zusammen. Ach, es gibt kein schneidersches Familientreffen? Gibt es auch. Ich habe sogar ein Foto davon. Ach, schau. Also manchmal passiert es doch. Ja, im Garten war das. Jetzt so also bei Wahrung der Anonymität, du wohnst doch in einem Haus, was früher ein Ausflugslokal war. Ja, da kommt aber nicht Leute mehr. Ich bin umgezogen bereits. Ach, schade. Ja. Weil da immer Leute kamen. Weil da immer Leute kamen. Nein, nein, nein. Die noch einen Camping-Kaffee wollten. Irgendwann ist mal dann, habe ich gedacht, nee, ich muss mal woanders hin. Ich interessiere mich dafür, wenn man einen Vater wie dich hat. Also wenn ich mir vorstelle, du bist Vater. Eine Vaterfigur. So. Dein Vater. Was natürlich großartig ist, aber du hast ja auch, du hast dein Studium dann nicht fertig gemacht. Du hast gesagt, du hast irgendwie, da hat man ja alle möglichen Sachen gemacht als Jugendlicher. Da hat man ja heute dann vielleicht bei seinen Kindern eher mehr Verständnis, wenn die das Gleiche machen. Auf jeden Fall. Oder eher ist man dann noch... Sagen wir mal, Schülern, also Kindern... Schulpflichtigen Kindern, die in der Schule nicht so gut sind, sage ich dann, das ist nicht so schlimm. Das hilft ja manchmal schon mal. Ja, dann werden die vielleicht sogar besser. Aber ansonsten, der Leistungsdruck in den Schulen ist ja enorm hoch. Ja. Das geht ja schon ganz früh los. Und da kommt man ja selber gar nicht mehr mit. Ja. Zum Beispiel Mathematik, das ist ja völlig unbegreiflich. Aber das war normale Menschen. Das ist teilweise überhaupt nicht logisch, was? Mathematik war immer völlig unbegreiflich. Es war immer unbegreiflich. Hast du je verstanden, wie man mit Buchstaben rechnen soll? Das X ist und Y. Hirnrissig. Ja. Ich habe erst in der 10. Klasse verstanden, dass drei Drittel ein Ganzes sind. Wenn man mir das vorher gesagt hätte, wäre vieles besser gelaufen. Ja. Ja. Ich habe nie verstanden, dass Buchstaben sind Platzhalter. In der Mathematik? Ja. Natürlich sind Buchstaben Platzhalter, es sind aber auch Symbole Buchstaben, ja. Ist ja klar. Kennst du ja. A plus B gleich C. Richtig. Ja. So, mit diesem könnte Satz aber auch Ding heißen. Ja. Beenden wir dieses Gespräch. Intellektuelles Ding. Und freuen uns, dass wir es noch in diese wissenschaftlichen, mathematischen Höhen geschafft haben. Ich will aber noch eins sagen. Ja. Ganz wichtig ist, gerade bei der Mathematik, das hört sich ja alles so steif an. Ja. A plus B gleich C. Das muss aber nicht stimmen. Das stimmt ja gar nicht. Darüber müssen wir einmal nachdenken. Lass uns doch zu diesem Thema dich einfach noch mal einladen. Gerne. Und dann machen wir mal einen Pythagoras und sonstigen Abend. Ich wäre genau dafür, dass man mit vielleicht werde ich dann Physik, ausgerechnet ja an dem Tag keine Zeit haben, aber ja, wir freuen uns, wenn du da bist. Ja. Du hast Helge Schneider. Ja. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu der Talkshow an diesem heißen Sommerabend. Wir haben eine sensationelle Sendung, weißt du das? Wir haben Helge Schneider. Mit Katze Klo. Ich weiß. Weißt du das? Mhm, ich habe es durchgelesen vorher. Ach, du hast nicht vorbereitet auf die Sendung. Mhm. Das wusste ich nicht. Es ist eine Weltpremiere, kann es man ist sagen. Eine Weltpremiere. Wir machen es jetzt ziemlich groß, Helge, ne? Ja. Es ist, sagen wir mal, exklusiv. Aber du hast es ganz schön lange nicht mehr im Fernsehen gesungen. Was denn? Katze Klo. Katze Klo? Ja. Doch vor ein paar Wochen noch. Ah, okay, ja, gut. Also Mensch. Monate her. Ja. Der Helge habe ich extra noch. Nee, sorry. Okay, danke. Ah, ihr habt selber gar keinen. Warte mal. Komm hier, nimm mal den. Nee, wir teilen. Wir können teilen, Barbara. Nee, ist okay. Komm, warte, mein Mikrofon ist kaputt. Ist da Alkohol drin? Nee. Weg. Natürlich ist da Alkohol drin. Ja, ein bisschen Alkohol muss drin sein, sonst hält sich sowas nicht. Der Sanddorn wächst auf Rügen. Der wächst auf Rügen und der wird gemolken. Übrigens. Passt? Hast du schon was getrunken? Was ist los? Nee, ich hab nichts gemacht. Zum Wohl. Ja. Zum Wohl auf die Gesundheit. Zum auf Wohl. Die Gesundheit. Zum Wohl. Auf euch, auf Rügen. Ihr könnt auf ruhig erstmal die Hälfte. Teilen wir es ein bisschen ein. Hm? Mhm. Oh ja. Hm? Schön. Trinkst du schön viel davon? In der Saison schon. Mhm. Fahre ich oft zu meiner Oma auf dem Hühnerhof. Das ist bei Duisburg. Ja. Auch schön. War viel mal mehr, ne? Entspannt. Der Rhein. Ja. Gucken. Wetter. Reingucken. Ja, genau. Ja. Bist du schon mal mit dem Campingbus irgendwo hingefahren? Ja, oft, ja. Ja? Ja, ja, ganz früher schon und jetzt wieder. Jetzt wieder? Jetzt fahre ich wieder mit dem Campingbus, ich weiß noch nicht wohin. Ja. Ich entscheide mich das auf dem Autobahnkreuz. Das ist ja das Gute, man muss es ja vorher eigentlich nicht wissen, oder? Ja. Man muss für mich steht jetzt entweder Schweden oder Spanien. Ja. Ich entscheide mich. Ja. Ist ja Sport. Du entscheidest dich an der Kreuz. Genau. Ja.
Die Kinder müssen das ja nicht wissen. Nee. Ne? Die wissen ja nicht, welche Richtung. Ach was, überhaupt nicht. Ich denke, Helge, hast du schon Lachanfall gehabt? Das ist nicht so. Helge hat viele emotionale Lachen. Ja, ich habe viele Lachanfälle, aber nicht nur auf der Bühne, auch so. Ja, ja. Ja. Ja, gerade in ernsten Momenten. Was denn? Sie haben eine Praxis und beschäftigen sich seriös wissenschaftlich mit dem Thema Schlaf. Sie waren schon mal bei uns vor 2 Jahren und waren uns ein toller Gesprächspartner. Wenn ich wach werde, ist alles vergessen. Also ich manchmal nachts denke ich, ah, das muss ich jetzt behalten. Wenn ich dann irgendwie mit dem Panther durch die Stadt laufe. Nackt gerungen hast. Ja. Gibt es nicht eine Lösung? Als ich zum ersten Mal eine Frau hatte, ja. Das war auch das erste Mal. Oh. Jeder hat. Da habe ich exakt dasselbe gedacht. Vielleicht war es dieselbe Person. Selbst beim zweiten Mal noch. Ja, ja, ja. Immer wieder. Du hast.